sein, dass was Sie auf dem Papier einreichen, Sie als erstes vorstellt. Das ist Ihr erster Schritt auf den Arbeitgeber zu, auf die Hochschule, auch im privaten Bereich. Und deshalb ist es halt total wichtig, dass Sie sich mit dem Schreiben an sich auseinandersetzen. Und die Kollegen heute werden Ihnen ein bisschen so Kniffe zeigen, wie das noch besser von der Hand geht. Das ist ganz wichtig, dass die Studierenden auch mal sehen, wie man richtig schreibt. Weil das hilft uns dann später, wenn wir die Bachelorarbeiten oder die Masterarbeiten korrigieren. Da müssen wir nicht so viel Schleifen drehen, wenn Sie schon mal wissen, wie man richtig zitiert, wie man recherchiert, wie man richtig schreibt. Insofern ganz wichtiger Termin heute. Das ist unsere erste lange Nacht des Schreibens, die wir an der UTH in Amberg veranstalten. Die meisten Seminare finden hier in diesem Gebäude statt, in der Bibliothek. Also die Idee für diese Veranstaltung entstand schon vor ein paar Jahren und es ist so, dass viele Hochschulen und Universitäten auch so eine lange Nacht des Schreibens oder lange Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten veranstalten, weil es ist ganz wichtig, einfach geballt am Stück an einer wissenschaftlichen Arbeit zu schreiben. Die Leute bekommen theoretischen Input und setzen das praktisch direkt in dieser Nacht um. Die Studierenden haben sich Ziele gesetzt und dann schauen wir mal, ob was dabei rauskommt und ob sie diese Ziele auch erreicht haben. Also ich persönlich biete drei verschiedene Kurse an. Die erste Veranstaltung hieß Einführung in das wissenschaftliche Schreiben. Das ist wirklich bloß ein kurzer Umriss, welche Stationen muss man durchlaufen, wenn man eine schriftliche Arbeit an einem schriftlichen Projekt arbeitet. Und dann gingen die anderen Veranstaltungen ins Detail. Also ich heiße Monika Pastuska, ich arbeite in der Bibliothek und bin zuständig vor allem für Recherche-Support, für Schulungen, für die Fernleihe, für die Einweisungen und außerdem natürlich Allround. Wir sind relativ kleine Bibliothek. Es ist natürlich wünschenswert, dass so eine Veranstaltung vielleicht noch mehr Studenten anziehen würde, dass man einfach ein bisschen bekannter wird, was wir anzubieten haben. Herzlich willkommen, was machen wir hier? Effektiv lesen, das Richtige beim Lesen tun. Ich bin Teil der langen Nacht des Schreibens mit zwei Themen heute. Das erste Thema ist das effektive Lesen und das zweite Thema ist das Mindmapping. Effektives Lesen, wenn man das kann, dann hat man die Möglichkeit, viel mehr Texte aufzunehmen und das prägt sehr stark den eigenen Schreibstil, wenn man einfach weiß, wie schreiben andere. Der zweite Aspekt, Mindmapping, zeigt vor allem eins, wie wenig wir oftmals in die Strukturen von Texten reinkommen und dass wir oftmals gar nicht wissen, was ist der zentrale Punkt und um was geht es eigentlich. Was mir bei den Studierenden sehr stark auffällt, ist einerseits der Wille, das richtig zu machen und andererseits einfach eine fehlende Kompetenz dazu. Was fehlt, ist die Frage, warum interessiert mich das überhaupt? Also für was brauche ich das eigentlich? Also ich werde natürlich immer wieder gefragt, wie schreibe ich meine Arbeit mit möglichst wenig Aufwand, dass sie aussieht wie ein Buch. Und dann kann man eigentlich nur sagen, LaTeX. Die Textverarbeitung im technischen Bereich, wenn man viel mit Formeln schreiben muss, komplizierte Bilder und Tabellen hat und am Schluss eine Datei haben möchte, die gar nicht groß ist, dann ist LaTeX super. Ja, die Veranstaltung ist natürlich eine gute Idee, dass man die Leute auch mal auf solche Textverarbeitungsmöglichkeiten hinweist. Ich war in der Schule recht schlecht in Deutsch und Englisch und am besten fange ich jetzt schon an, dass ich mir das wissenschaftliche Schreiben und so aneigne, damit ich mich dann im weiteren Verlauf im Studium halt wesentlich leichter tue. Zukünftige Vorbereitung auf die Bachelorarbeit, ich denke, da kann man viel Wissen mitnehmen und das kann man dann auch praxisnah anwenden in der Bachelorarbeit und das hilft auch und dann wirklich auch weiter. Das kann man eigentlich nicht weiterempfehlen.
es ist natürlich wichtig, dass man den Studierenden zeigt, wie man richtig zitiert, wie man richtig schreibt, dass man sich kurz fasst, dass man die Sprache beherrschen sollte, also so, dass ein Leser das dann auch versteht, was man schreibt. Insofern ist die Veranstaltung natürlich schon sehr wichtig. Also wir haben jetzt bei der ersten Veranstaltung in diesem Jahr über 20 Anmeldungen, das finde ich sehr, sehr gut. Und was mich besonders gefreut hat, dass die Leute auch von außerhalb gekommen sind. Es kamen welche aus Weiden und es waren sogar Schüler angemeldet aus unseren Partnerschulen, aus Partnergymnasien. Ja, und man hat bei uns angefragt, ob wir das nächstes Jahr auch veranstalten werden, ob wir das auch in Weiden veranstalten werden. Und da kann ich mit Sicherheit sagen, das wird so sein. Also nächstes Jahr wird diese Veranstaltung höchstwahrscheinlich in Weiden stattfinden.